Herzlich willkommen zur Videoreportage des Wies Meetings Bonustrack in Notwil 2015 auf der Anlage des Nationalen Paraplegikerzentrums in Notwil. Das Wetter war sonnig, aber sehr windig und wenn man so herumschaute, drohten permanent Gewitterwolken über die Anlage hereinzubrechen. Und wir gehen gleich zu den Vorläufen. 100 Meter Hürden bei den Damen am Start. Nomit Zbären, Clelia Rös und Elodie Jakob. Zbären mit einer hervorragenden Zeit von 12,94 gewinnt diesen Vorlauf vor Clelia Rös in 13,43 und Elodie Jakob in 13,82. Bereits die dritte Zeit unter 13 Sekunden von Nomit Zbären innerhalb einer Woche. Damit kommen wir zum Vorlauf. 110 Meter Hürden der Männer. Hier auch ein Swiss-Starter am Start. Und zwar ist das Tobias Fuhrer. Gegen ihn laufen unter anderem Michaele Page und Thomas Keller dieses Duell. Aber Fuhrer gewinnt diesen Lauf souverän in 13,81 vor Page mit 14,23 und Keller in 14,82. Fuhrer gewinnt später auch den Final, jedoch nur noch in 14.01 und wir haben ihn nach dem Final zum Interview gebeten. Tobias Fuhrer, heute im Vorlauf 13.81, nach dem Finallauf, das war ein bisschen langsamer. Was ist dort falsch gelaufen im Vergleich zum Vorlauf? Also der Vorlauf war sicher gut, schön locker können laufen bis ins Ziel. Und im Final hat wie auch der Wind etwas gekehrt. Ich bin etwas tiefer gelaufen und das war sicher der Hauptpunkt, dass ich die Hürde nicht von oben runterlaufen konnte. Jetzt geht es schon gleich an die Universiade auf Südkorea. Was hast du dir für Ziel vorgenommen? Also sicher wieder genau gleich einen sauberen Vorlauf, so wie ich es heute gemacht habe. Dann Tag später ist Halbfinale, Final, ziemlich kurz aufeinander. Und das Ziel ist im Halbfinale eine super Zeit zu laufen, die beste von dieser Saison bis jetzt. Und dann die Finalqualifikation. Das ist mein erklärtes Ziel, ja. Da rechnest du dir grosse Chance aus. Wie geht es dann im Finale? Das Niveau ist das Nachaufnahme, oder? Ja, also im Finale sicher, wenn man dort steht, ist wirklich einfach auf sich fokussieren. Es ist eineinhalb Stunden später dann. Und wirklich schauen, dass man nicht zu viel Energie verbraucht zwischen diesen zwei Läufen. Und schlussendlich, ja, ist dann egal, was für Bedingungen das sind. Einfach noch einmal die beste Zeit abrufen können. Und dann klappt das, ja. Merci vielmals, viel Glück. Wir kommen zu einem 100 Meter Zeitenlauf, also kein Vorlauf, sondern einfach ein Zeitenlauf. Zugantan, Thomas und Aram, der Schweizer, gegen die beiden Briten Daniel Obeng und Sam Miller, die wir noch mehr sehen werden. Und die Briten stellen sich als Hürde für Thomas und Aram heraus. Er wird nur Dritter in 11.08. Sam Miller gewinnt mit 10.92 vor Daniel Obeng in 10.96. Es geht Schlag auf Schlag, der 100 Meter Hürdenfinal der Damen. Zbären gegen Rös, die Affiche bereits zum zweiten Mal an diesem Tag. Naomi Zbären bringt wieder einen Toplauf ins Ziel. Die Uhr stoppt bei 12.91. Zweite wird Clelia Rös in 13.29. Dahinter folgt Caroline Agnew in 13.89. Zbären also schon wieder mit einer Topzeit und deshalb haben wir sie zum Interview geholt. Wir haben jetzt Bären, zweimal unter 12,94 heute. Bist du zufrieden mit diesem Tag? Ja, auf jeden Fall. Ich wollte wieder solide Zeiten zeigen. Das Ziel war natürlich, unter diesen 13 Sekunden zu bleiben. Das ist mir zweimal gut gelungen. Die Rennen waren zwar noch nicht perfekt, aber da ich weiss, dass es noch etwas schneller gehen kann, gibt es mir selber auch Selbstvertrauen. Kommt gut. Wo siehst du noch Optimierungspotenzial? Also jetzt hier waren zweimal meine Starts nicht so gut. Im ersten Lauf bin ich hinten raus, bin ich auch etwas zu nah hergekommen. Und dann ist es halt mit den Hürden eigentlich schwieriger, man muss etwas höher drüber und er verliert Zeit. Und so kleine Sachen, einzelne kleine Sachen, die aber eigentlich nicht so schwierig sind zu korrigieren. Jetzt hast du schon gleich deinen nächsten Einsatz, U23 WM. Was nimmst du dort vor? Und auch für die WM in Peking bist du auch schon qualifiziert. Was sind deine Ziele? Also die U23 EM ist sicher mal mein Saisonhighlight. Also auf das habe ich hergeschafft. Und dort ist sicher das Ziel, zuerst mal Finalqualifikation zu schaffen. Und dann sind wir halt relativ viele schnelle Athletinnen, wo es hart wird zwischen den Fronten. Und dann im Final ist alles möglich. Aber zuerst sicher mal Finalqualifikation schaffen. Und für die WM habe ich mir jetzt noch
noch ein bisschen weniger Gedanken gemacht. Ich gehe dann nochmal ins Training, also mache nochmal ein Trainingslager, mache nochmal einen super Aufbau und dann sehen wir, wie es im August aussieht. Und nach der SM werde ich sicher wissen, was ich mir für die WM vornehme. Ich wünsche mir viel Glück und weiterhin eine gute Saison. Knapp nach dem Interview fand der 100-Meter-Final der Frauen statt, wo Marisa Lamanchi in 10.49 vor Tamara Seer in 11.72 und Orly Humer in 11.96 mit Saisonbestleistung gewann. Bilder vom Lauf haben wir leider nicht, aber hier ist Marisa im Interview. Marisa Lamanchi hat das 100-Meter-Rennen in Notville gewonnen in 11.49. Wie bist du mit deinem Lauf zufrieden? Oui, je suis vraiment très très contente. C'est bah, mon season best, c'est mon deuxième temps aussi, deuxième meilleur temps de tous les temps. Donc je suis vraiment très contente. J'ai eu une saison difficile jusqu'à maintenant. Je me sentais vraiment en forme, mais ça allait pas, ça fonctionnait pas. Et là, j'ai enfin pu faire une bonne course, techniquement faire vraiment ce que je voulais faire jusqu'à maintenant. Donc je suis vraiment très contente. Hast du in deinem Training etwas geändert, dass es jetzt besser läuft? Oui, j'ai fait un petit peu moins à l'entraînement. On faisait des entraînements plus courts, mais intensifs, mais beaucoup moins chargés. Et du coup, je me fatiguais moins et je sentais que l'énergie revenait en moi. Je me sentais assez fatiguée, j'avais des problèmes, des douleurs. Et puis on a changé ça et je crois que ça a vraiment bien fonctionné. On a vu aujourd'hui, je suis arrivée, j'étais vraiment pas du tout fatiguée, plein d'énergie, moins de douleurs et ça a bien fonctionné. Hein. Dein nächster großer Wettkampf ist die Atletissima in Lausanne. Was ist dein Ziel dort? De nouveau courir vite sur 100 mètres. J'aimerais encore descendre le temps. J'aimerais faire mon record cette fois. Et bien sûr le relais. On vise toujours comme chaque fois un record suisse. À Genève, on a bien couru avec les filles. On n'était pas loin du record suisse. Donc comme toujours, on aimerait à Atletissima faire un record suisse. C'est toujours quelque chose de fantastique de faire un record suisse devant son public. Donc ça, c'est le gros objectif. Und deine weiteren Ziele in dieser Saison? Les championnats du monde. Participer aux championnats du monde, d'être déjà dans les 4 qui courent aux championnats du monde, parce que c'est pas si facile d'être dans les 4 qui courent dans le relais. Donc ça, c'est mon premier objectif. Le deuxième objectif, bah, après, c'est de vraiment bien courir dans ce relais pour pouvoir amener ce relais avec les autres filles en finale aux championnats du monde. Vielen Dank und viel Glück in dieser Saison. Wir kommen zum 100-Meter-Final der Herren. Am Start sind Rolf Malcolm Fongwe, die Briten Miller und Obeng sowie wieder Sugantan Thomas und Aram. Wir sehen ein enges Rennen und am Schluss setzt sich Fongwe in 10.43 durch, gefolgt vom Briten Obeng und Thomas und Aram, beide mit 10.62. Miller wird Vierter mit 10.64. Damit sind wir bei den 400-Meter-Hürden der Frauen. Am Start Robin Schürmann gegen Petra Fontani, Vedia Fische. Schürmann auf dem Weg an die Universiade, Fontani im Kampf um gute Zeiten. Schürmann gewinnt das Rennen trotz einem Schlussspurt von Fontani in 56.89, Fontani mit 56.93. Dahinter dritte Judith Stadelbacher mit 60.01. Nach dem Rennen haben wir Robin Schürmann gefragt, wie sie mit ihrer Leistung zufrieden ist. Gefühlt habe ich mich eigentlich nicht schlecht. Ich habe gewusst, es ist heute eher so ein Experimentieren. Vorbereitung aber trotzdem wie ein normaler Wettkampf. Gut angefangen. Nachher die letzten 150 Meter hat sich in den Wind gelaufen. Das ist immer schwierig. Zusätzlich zu der Müdigkeit noch dann mit dem Wind. Schön schauen, dass die Schritte stimmen. Hätte können besser aufgehen. Aber schlussendlich alles. Ich glaube, der Lauf war okay gewesen. Jetzt hast du hier heute wirklich souverän gewonnen, kann man sagen. Ist das auch ein Ziel für die Universiade? Also das Ziel war, jetzt nur noch einen guten Lauf haben als Vorbereitung für die Universiade. Ob ich souverän gewonnen habe, kann ich jetzt nicht so einschätzen. Also ich habe Petra gehört schnaufen im Nacken. Das ist für mich nicht so souverän, aber gewonnen ist gewonnen. Aber es ist einfach wichtig, jetzt heute nur einen flüssigen Lauf herzubringen als Vorbereitung für die Universiade. Und das ist im Großen und Ganzen aufgegangen. Was sind auch deine weiteren Ziele in dieser Saison? Also jetzt sicher mal an der Universiade Erfahrungen sammeln. Das ist jetzt erst
der zweite internationale grosse Satz für mich. Darum geht es auch mehr ein bisschen darum, zum schauen, wie das alles genau nochmal abläuft. Ja, wäre cool, wenn es über 3 Runden geht, sprich sicher noch ein Halbfinale laufen. Alles andere wäre dann noch ein Zückerchen oben drauf. Und nach der Universität ist sicher die SM der nächste Höhepunkt. Und im September ist dann noch Weltklasse Zürich, aber das ist jetzt noch ein bisschen weiter weg. So weit bin ich noch nicht im Kopf. Ich fokussiere mich jetzt zuerst mal auf die Universiade fokussieren. Wünschen wir dir viel Glück und weiterhin eine gute Saison. Die nächste Disziplin sind die 800 Meter der Herren. Hier ist Swiss-Starter Hugo Santa Cruz mit der Top-Favorit. Er versucht seine Limite für Rio zu laufen und hat dafür extra mit einem Pacemaker zusammengespannt, um eine schnelle Zeit laufen zu können. Nach der ersten Runde Santa Cruz vorne mit dabei, die Pace stimmt. Wir springen 100 Meter vors Ziel. Da Santa Cruz plötzlich nicht mehr dabei, er ist auf der zweiten Gegengerade ausgestiegen. Sieger wird daher Michael Curti in 1:51.33 vor Michael Heron und Roland Christen. Anschließend versuchte der sichtlich enttäuschte Santa Cruz zu erklären, was da genau passiert ist. Also ich denke, ich kann sehr schnell anlaufen, so wie ich es mir gewünscht habe. Auch der Pacemaker hat seine Arbeit sehr gut gemacht. Ich habe gemerkt, dass es bei 500 Metern stimmt, die 64, die ich anlaufen musste. Und dann habe ich mich verkrampft. Oder, ja, es ist einfach nicht mehr gegangen. Es ist schwierig zu erklären, weil das ist innerhalb von ein paar Sekunden habe ich die Entscheidung getroffen, dass es nicht geht. Und, ja, es ist nicht gut, dass ich dort aufgegeben habe. Und, ja, ich denke, das Tempo war schon ein bisschen zu schnell für mich. Vielleicht in dem Wind jetzt. Wenn ich jetzt hier nur rundherum schaue. Ja. Luizi, wie geht es weiter? Was sind deine nächsten Ziele und Wettkämpfe, die du bestreitest? Ja, meine nächsten Wettkämpfe sind in Slowenien. Der Pacemaker selber, der da war, der ist 1:46 schon gelaufen, 1:46.0. Und der wird auch dort starten und ich denke, ich habe dann meine Revanche, um ihn dort nachlaufen und ihn schlussendlich zu schlagen. Dann viel Erfolg auf jeden Merci. Fall. Ja. Merci vielmals. Damit sind wir bei den 200 Meter der Frauen. Am Start nochmals Robin Schürmann, daneben Tamara Seer aus Österreich und Cornelia Halper vom LV Winterthur mit den besten Chancen anhand ihrer PBs. Schürmann kämpft und wird Dritte in 24:97. Siegerin ist Seer in 24:54 vor Cornelia Halper in 24:76. Und damit noch zu den 200 Metern der Männer. Nach dem Abmelden einiger Swiss-Starter und Top-Schweizer Athleten ist hier der Brite Clark als Favorit zu nennen, er mit einer PB von 20:23. Die Schweizer Jonas Werner und Pascal Müller versuchen Paroli zu bieten, müssen den Briten aber den Vorzug geben. Clark gewinnt in 20:71 vor Werner mit 21:54 und Müller in 21:56. Das war's vom Bonustrack in Nottwil 2015. Trotz schlechter Wettervorhersagen gab es heute reichlich Sonne, aber auch jede Menge Wind. Trotzdem ein erfolgreiches Meeting mit guten Zeiten. Bis zum nächsten Mal.